Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Was lassen wir in unser Leben hinein? Es ist unsere Entscheidung, wer in unserem Leben regiert. Gib dem Teufel keinen Raum. Mach eine Kehrtwendung zu Jesus. Du denkst vielleicht auch, über den Teufel sollte man nicht reden. Aber wenn du nicht weißt, wer gegen dich ist, kannst du das auch nicht abwehren. Wenn du nicht weißt, wer dich angreift oder angreifen will, kannst du das auch nicht abwehren. Und wenn der Teufel in deinem Leben eine offene Türe hat, wird er sie nutzen. Verschließ dem Feind die Tür, damit du ihm kein Anrecht gibst, in dein Leben einzugreifen. Warum ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass der Teufel keinen Platz in unserem Leben bekommt? Wir müssen eines wissen: Feind, Satan, Teufel, Widersacher, egal wie du ihn nennst, er ist gegen dich. Er will dich von Gott wegbringen. Er versucht, dich zu zerstören und dir alles zu rauben. Was lassen wir in unser Leben hinein? Es ist unsere Entscheidung, wer in unserem Leben regiert. Auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin, war es früher so, dass niemals eine Haustüre abgeschlossen war. Ich erinnere mich gut als kleines Mädchen, dass bei meinen Großeltern die Haustüre immer offen war. Sie war nie abgeschlossen. Es war ein Bauernhaus, wo die Türe immer offen stand. Damals in der Generation meiner Großeltern wäre es niemand eingefallen, einfach in irgendein Haus hineinzugehen, in ein fremdes Haus. Heute ist das nicht mehr möglich, alle Türen offen zu lassen. Viele Christen leben aber ihr geistliches Leben so, dass die Türe für den Feind immer offen steht. Alles und jeder kann hinein. Manche legen sogar noch einen Stein bzw. ein Hindernis hinein, dass die Türe ja offen bleibt und sich nicht schließen lässt. Solche Steine sind zum Beispiel okkulte Machenschaften, in die wir verwickelt sind. Der Feind sucht und findet offene Türen und schaut, dass sie offen bleiben. Und wenn ihm dies gelingt, kann er dich zerstören. Er gaukelt dir immer vor, dass er das Bessere hat und nicht Jesus. Er ist ein Engel des Lichts und hat immer großartige Verblendungen für uns bereit. 2. Korinther 11, Vers 14. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Er kommt oft ziemlich scheinheilig daher und versucht, uns zu verführen. Und manches sieht so wunderbar aus, aber wir müssen hinter die Kulissen schauen. Die Frage ist immer, aus welcher Quelle kommt das gerade, was uns da vor Augen steht? Aus der Quelle Jesus oder aus der Quelle Satans? Heimlichkeiten kommen immer aus der falschen Quelle. Jesus ist Licht und macht keine heimlichen und verborgenen Sachen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Türe schließen und der Teufel draußen bleibt aus unserem Leben.
Ein wunderbares Beispiel, das uns das veranschaulicht, steht im Buch Nehemia. Nehemia hat die Mauern der Stadt Jerusalem wieder aufgebaut. Nachdem aber Jerusalem wiederhergestellt war und alle Einweihungen beendet waren, lesen wir Erstaunliches. Nehemia Kapitel 13, Vers 15 und 16. Und da berichtet Nehemia: In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Keltern traten und Getreidehaufen einbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin. Sie brachten Fisch und allerlei Ware herein und verkauften sie am Sabbat den Söhnen Juda, und zwar in Jerusalem. Die Juden holten ihre Ernte ein am Sabbat und verkauften ihre Waren. Und auch Fremde brachten Waren und verkauften sie in Jerusalem an jedermann. Und wir wissen, was der Sabbat für eine Bedeutung hatte zur damaligen Zeit und was das Gesetz dazu vorschrieb. Es war der Tag des Herrn, wo Menschen Beziehung pflegten mit ihrem Gott. An diesem Tag durften sie nicht arbeiten. Nehemia sah das alles und ich glaube, er war ziemlich entsetzt. Kein Lobgesang Gottes, keine Anbetung, keine Gemeinschaft und kein Zusammenkommen, um Gottes Wort zu lesen, so wie es in der Synagoge üblich war. Und weiter ab Vers 17. Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass unser Gott all dies Unheil über uns und über diese Stadt brachte? Und ihr steigert die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt? Nehemia hatte erkannt, dass sie wieder auf demselben Weg waren wie vor der Zerstörung Jerusalems. Sie taten die gleiche Sünde, die ihnen auch zuvor ihr geistliches Leben geraubt hat. Deshalb hatte Gott es zugelassen, dass Jerusalem zerstört wurde. Sie hatten nichts dazu gelernt. Doch woran lag es, dass sie wieder auf Abwege gekommen waren? Nehemia erkannte die Ursache und handelte sofort. Das lesen wir in Vers 19. Und es geschah, sobald die Tore Jerusalems vor dem Sabbat dunkel wurden, befahl ich, dass die Torflügel geschlossen würden. Und ich befahl weiter, dass man sie bis nach dem Sabbat nicht öffnen solle. Und einige von meinen Dienern stellte ich an den Toren auf, damit keine Last am Sabbattag hereinkäme. Die Ursache waren offene Tore. Sobald unsere Türe und Tore offen sind, kommen Lasten herein. Lasten sind Bedrückungen, die uns das Leben schwer machen. Sie lasten auf unserer Seele. Und der Teufel benutzt das und verstrickt uns in seine Machenschaften. Lass ihn nicht regieren in deinem Leben. Das war das Problem bei den Juden in Jerusalem. Obwohl sie Gottes Volk waren, lebten sie nach ihren eigenen Regeln und Begierden. Sie hatten Gott einfach vergessen.
So wie Nehemia die Stadttore geschlossen hat, damit niemand mehr hinein konnte, um das Volk zu verführen. So verschließ dem Feind deine Türe, deine Herzenstüre, deine Lebenstüre. Wenn Satan eine offene Türe findet, setzt er alles daran, um Verwirrung in dein Leben zu bringen. Verwirrung in der Weise, dass unsere Gedanken gefangen werden von Dingen, die Gott missfallen. Von dem, was er dir vorgaukelt, werden unsere Gedanken gefangen. Er zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Wir sind verwirrt und sehen Gottes Hilfe oft nicht mehr. Und Jesus gerät in den Hintergrund. Dein Glaube und Vertrauen schwankt und deine Gedanken sind bei deinen Problemen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn sich die Gedanken nur noch um unsere Probleme drehen. Nehemia hat sogar Wachen aufgestellt an den Toren. Und diese Wache ist heute für uns der Heilige Geist. Du darfst ihn bitten, dass er dich aufmerksam macht auf Einfallstore, wo etwas hereindrängt, was nicht gut ist. Du darfst ihn bitten, dass er über deinem Leben wacht und dass er dir offene Augen und Ohren gibt für die Machenschaften des Feindes in deinem Leben, der Zutritt haben möchte in dein Leben. Nehemia stoppte nicht das Treiben der Händler oder die Arbeit oder was immer sie auch taten. Nehemia packte die Sache bei der Wurzel. Er schaltete das aus, was die Wurzel war, die offenen Tore. Er ging an die Ursache der Sünde. Die Ursache war, dass der Feind eine Möglichkeit hatte, hineinzukommen. Und wir müssen den Feind stoppen in unserem Leben. Und wenn wir sehen im Vers 20 und 21, da heißt es, da übernachteten die Händler und die Verkäufer von allerlei Ware draußen vor Jerusalem, einmal und zweimal. Und ich warnte sie und sagte zu ihnen, warum übernachtet ihr gegenüber der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von dieser Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Der Feind lauert vor deiner Türe. So wie wir das hier lesen, bildlich. Er sitzt vor dem geschlossenen Tor und wartet, bis du eine Spalt aufmachst, bildlich gesprochen. Er lässt sich nicht so leicht vertreiben. Der Teufel ist schlau und gibt sich nicht so schnell geschlagen. Er versucht es auch bei dir. Er sitzt auf der Lauer und beobachtet, ob du deine geistliche Türe einen Spalt aufmachst. Und dann stellt er einen Fuß hinein und versucht, hineinzukommen, bildlich gesprochen. Er will dich immer ablenken und auf den falschen Weg bringen. Sei wachsam. Nehemia trat ihnen mit Vollmacht entgegen und hat ihnen gedroht. Wir haben dieselbe Autorität, dem Feind entgegenzutreten. Jesus hat uns diese Autorität gegeben. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie schaden. Über die ganze Kraft des Feindes hast du Autorität in Jesus Christus. Lass dir nichts gefallen und gehe dagegen an in der Kraft Gottes. Gott ist an unserer Seite und der Teufel kann uns nicht bezwingen. Die Bibel sagt uns auch,
dass der Teufel uns verschlingen will. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist nicht dem Teufel überlassen, wen er verschlingen kann und wen nicht. Die Entscheidung liegt bei dir. Er sucht, wen er verschlingen kann, und du entscheidest. Sei nüchtern und wachsam und gib dem Teufel keinen Raum. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Bibel warnt uns sogar vor ihm. Aber wie ist es möglich, ihm Raum zu geben? Wie kann es sein, dass er manche Christen verschlingen kann? In Epheser 6, Vers 11 lesen wir: Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das heißt, der Teufel benutzt Listen bzw. Methoden gegen uns. Und eine der Listen oder Methoden davon ist die Versuchung. Versuchung ist noch keine Sünde. Wir wissen, dass Jesus auch vom Teufel versucht wurde und Jesus war ohne Sünde. Wenn du aber der Versuchung nachgibst, kann es zur Sünde werden. An diesem Punkt müssen wir aktiv widerstehen, Nein sagen. Wenn wir nicht Nein sagen, stehen die Tore offen, wenn wir der Versuchung nachgeben. So wie die Stadttore von Jerusalem sperrangelweit offen standen. Finde heraus, wo du Satan vielleicht eine Tür geöffnet hast und schließe sie. Versuchung ist ein Vorschlag des Teufels und wenn du ihm nachgibst, kommt es zur Sünde. Mit der Zeit entwickelt sich dann eine Gewohnheit und du kommst unter Sklaverei und Gebundenheit. Der Teufel will, dass du dich immer im Kreise drehst und nicht mehr herauskommst. Gib dem Teufel keinen Raum. Mach eine Kehrtwendung zu Jesus. Bitte um Vergebung und du bist frei. Eine weitere List oder Methode Satans ist Verdammnis bzw. Schuldgefühle. Der Teufel verdammt uns, wenn wir fallen bzw. wenn wir einen Fehler machen. Wenn wir irgendetwas getan haben, was nicht richtig war, kommt der Feind und klagt dich an. Und ein großes Spielfeld für ihn ist unsere Vergangenheit. Das versucht er immer wieder aufs Tablett zu bringen. Wir haben nur noch Schuldgefühle und das führt in die Hoffnungslosigkeit. Deine Vergangenheit ist vergangen. Wenn du sie bei Jesus abgeladen hast, kannst du darüber lachen und sagen: Teufel, meine Vergangenheit ist am Kreuz und im tiefsten Meer gelandet und du kannst sie nicht mehr heraufholen. Und das ist die Wahrheit. Durch Verdammnis bzw. Schuldgefühle fällt der Teufel ein Urteil über uns. Er ist der Ankläger. Gott dagegen überführt uns. Das ist der Unterschied. Er klagt uns nicht an, sondern er überführt uns. Und Überführung bringt Veränderung und Erkenntnis und gibt uns Hoffnung. Wir können umkehren und Vergebung empfangen. Eine weitere List und Methode ist Verführung und Betrug. Und wir sehen das in unserem Beispiel von Nehemia. Verführung war da. Da wurden am Sabbat verführerische Waren angeboten, obwohl das verboten war. Und die Leute haben gekauft.
Sie konnten und wollten nicht widerstehen. Und das ist Betrug des Teufels. Er will dir einreden, das ist doch alles nicht so schlimm. Gott ist ein Gott der Liebe. Das macht doch gar nichts. Das macht doch jeder heute so. Kennt ihr diese Aussagen? Das ist ganz raffiniert. So wird Sünde legalisiert. Das ist nicht so schlimm, das macht doch jeder. Weil es jeder macht, ist es deswegen nicht richtig. Satan bringt uns dazu, Irrtum zu glauben, Lüge zu glauben. Er versucht immer, unseren Blick von Jesus weg auf ganz andere Dinge zu lenken, um uns glauben zu machen, dass das viel besser ist. Und das ist Betrug. Im Wort Gottes steht, dass der Teufel ein Lügner ist von Anfang an. Wirf Satans Lügen hinaus aus deinem Leben und schließ die Türe. Deshalb sagt auch Paulus in Epheser 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wenn du weißt, woher die Lüge kommt, hast du kein Interesse mehr daran. Und die Lüge kommt vom Teufel. Lüge ist ein Türöffner und wenn wir dem Zorn nachgeben, ist das auch ein Türöffner, wie es im Vers 26 heißt. Nämlich, zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Zorn ist eine Festung des Feindes und eine offene Tür. Zorn ist keine Sünde an sich, aber wir müssen unseren Zorn bewältigen. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Die Bibel sagt uns hier, geh nicht ins Bett mit deinem Zorn, sonst gibst du dem Teufel Raum. Was glaubst du, wie er dich nachts attackiert, wenn du mit einem zornigen Herzen ins Bett gehst? Räume ihn schnell aus. Zorn oder Ärger wächst über Nacht. Wenn wir unseren Zorn nicht bewältigen, wird er zur Sünde. Und wenn Zorn zu Bitterkeit oder Hass wird, ist es Sünde. Und das Rezept ist loslassen und vergeben. Und zwar bevor die Sonne untergeht. Was heißt das für uns? Wir sollen vergeben, bevor sich das festsetzt in unserem Herzen, bevor sich Bitterkeit festsetzt. Und loslassen heißt, wir geben alles her, und zwar ans Kreuz. Wir lassen los und geben den anderen frei. Unvergebenheit bindet uns an denjenigen, der uns etwas angetan hat. Weil wir immer mit dieser Situation umgehen und damit den anderen festhalten, so richtig im Griff halten. Schuldzuweisung, der andere ist schuld. Und bei Vergebung geht es nie um die Schuldfrage. Jesus war auch nicht schuld am Kreuz und hat uns vergeben. Gib dem Teufel keinen Raum, indem du an Schuldzuweisungen festhältst. Lass los und bring's ans Kreuz. Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn wir vergeben, schenken wir einander Gnade. So wie uns Gott Gnade schenkt und vergibt, so können auch wir diese Gnade weitergeben durch Vergebung.
Die Bibel sagt uns, wir werden nicht verunreinigt durch das, was durch unseren Mund hineingeht, sondern durch das, was herauskommt. Und wenn Zorn und Hass und Bitterkeit in unserem Herzen sind, kommt es durch unseren Mund heraus und das gibt dem Teufel Raum. Das sind offene Tore, wodurch der Feind ein leichtes Spiel hat. Nehemia hat den Feinden gedroht, als sie vor dem Tor lauerten, um wieder hineinzukommen. Er hat seine Autorität gebraucht, um sie in die Flucht zu schlagen. Gebrauche auch du deine Autorität und lass dich nicht vom Feind ängstigen. Was lässt du in dein Leben hinein? Schließe alle offenen Türen und gib dem Teufel keinen Raum. Es ist deine Entscheidung, wer in deinem Leben regiert. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.